Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum nächsten Part mit South Park. Ihr sehen konntet, habt mir die Belohnung freigeschaltet. Heute wollen wir richtig schön Verwirrung stiften. Chaos vom Feinsten. Und jetzt machen wir die da, die Knechte da erstmal weg. Weitergehen, wir machen hier Chaos. Wer wagt es, einen Agenten des Chaos anzugreifen? Es ist ein großer Fehler, sich mit Cocoon and Friends anzulegen. Könnt ihr euren Comic-Con-Scheiß nicht woanders abziehen? Nö. Selbst bei frühen Doctor Who-Folgen sahen die Effekte besser aus. Eure Kostüme sind so schrottig. Die würden sich auf jeder Wow! YOLO! Wenigstens weiß ich, dass es nicht langweiliger werden kann. Ich folge dem Ruf des Chaos. Hättest du blocken sollen. Chaos ist unausweichlich. Das hat gesessen. Chaoszeit. Kann mal jemand das Blut aufwischen? Nö, keine Zeit dafür. Wir müssen weiter kämpfen. Also los. Federfaustschlag. Cool and Friends für immer. Zeig uns, was du drauf hast. Das habe ich kaum gesehen. Los geht's. Uff. Ihr kleinen Cosplayer solltet mal an euren Stunts feilen. Eine Konterbrutalisierung. Jetzt wird's chaotisch. Entropie. Scheiße für dich. Selbst in der Hölle kommt nichts dem Zorn des Kite gleich. Die Bonusfähigkeiten sind schon echt cool gemacht. Batz und wechseln. Das ist total unecht. Man hat die Drähte gesehen. Jetzt riech ich voll nach Ozon. Ein Kampf ganz nach meinem Geschmack. Er riecht voll nach Ozon. Okay. Einführungs-DVD für Chaos-Angestellte. Psi-Ops-Anzug, Psi-Ops-Handschuhe und Helm. Ja, was soll ich jetzt mit den Drähtern hier? Kann man nichts machen, ne? Wenn wir den vielleicht auf den Kopf schmeißen sollen. Wir lassen mal ein neues Kostüm über unseren Helden wachsen. Gab's dafür nicht ein Achievement? Drei unterschiedliche Kostümsachen? Naja. Gut, sei es drum. Den hier, dann. Das ist der Psi-Ops und die Psi-Ops-Hände waren richtig, ja. Achso, ja, stimmt. Das waren ja keine. Doch, drei Dinger zu Beginn. Ein Bärtchen. Nee, das Kind, das geht einfach gar nicht. Wie war das hier? Charakterbogen, gibt's was Neues? Kenner der jungen Liebe. Okay. Im Crafting. Apropos, was haben wir dann da von unserem Freeman bekommen? Hier, apropos, noch Kinetik-Siegel. Das ist neu. Das können wir einmal herstellen. Und Virtuosen-Uhrwerk. Auch mal herstellen. So, Kostüme. Cyberwolf-Handschuhe. Ja, her damit. Geht plus 30 einfach mal. Bam. Netdeck-Sachen musste man auch noch herstellen. Stimmt. Langsam wird's kritisch mit meinem Zeug. Ich habe nicht mehr genug, um alles herzustellen. Schicksalsanzug oder Wunderarsch-Anzug. Ich nehme den Wunderarsch. Glaube ich. Das passt ja einfach mal dezent zu unserem Charakter.
Dann beginnen wir noch mit den Schicksalshandschuhen. Auch einfach mal plus 15. Bam. Bin schon Rang 10. Und erst ab Rang 11 kriege ich wieder einen Kristallkondensator-Upgrade. Verdammt. Und Tachyon-Upgrade. Kostüm. Zack. Zack, zack. So. Ich dachte, wir haben irgendwas bekommen. Mehrere Rezepte, die wir kombinieren können. Aber irgendwie haben wir da nichts, was wir kombinieren dürfen. Schade auch. Zwei neue Artefakte. Was haben wir denn da bekommen? Ah, das Uhrwerk-Ding. Ja, achso, ja, die selbst hergestellten, die zwei. So, nice. Gott wacht über dich. Ich weiß aber nicht, ob es sie noch gibt. Die Katzen dieser Stadt brauchen eine Stimme. Sie müssen sich gewerkschaftlich organisieren. Three Bros Café. Das hätten sie irgendwie komisch aus im Baum. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Erstmal Kopie aufgehängt. Und dann hängt da hinten was wir haben wollen. Tweak und Greg vor dem Sturm. Hab neue Bohnen reinbekommen. So frisch. Bohnen, davon muss man gut tweaken. Komm jederzeit vorbei. Wir sind immer hier. Warum gehen die Obdachlosen nicht einfach nach Hawaii? Da gibt es tolles Wetter und Kokosnüsse umsonst. Du weißt, dass der einzig wahre Superheld Jesus ist, oder? Diese modernen Filme sind ja so gewalttätig und so laut. Furzen ist ein Privileg, Kind, und kein Recht. Tut mir leid, ich kann Selfies nur mit Kunden machen. Also muss ich was gekauft haben. Was darf's heute sein? Na, dann kaufen wir einfach mal eine Sportflasche. Also bei dem Deal hast du meine Eier in der French Press. Es war mir ein Vergnügen. Aber gerne, kleiner Kunde. Das war ja akzeptabel. Mr. Tweak. Ich liebe handgemachte Bio-Selfies. Bitte was? Unser Café aus lokaler Herstellung wird dir das Selbstbewusstsein für dieses Kostüm geben. Nimm dir ein paar Kannen mit in die Schule. So gute Noten hast du noch nie geschrieben. Unser Café aus lokaler Herstellung wird dir das Selbstbewusstsein für dieses Kostüm geben. Tut mir leid, ich mache mir zu viele Sorgen wegen Tweak. Glaubst du, ihm geht's gut? Keine Ahnung. Verbessertes Gegengift. Employees only. Alter, sieht das hier creepy aus. Ha. Über den Bohnensack kommt man auch gar nicht rüber. Mist, da ist ein Poster, da muss ich hin. Wie komme ich da hin? Keine Ahnung. Ha. Wahrscheinlich muss ich da oben drüber kriechen. Nee. Also irgendeine Möglichkeit muss es doch geben, hier an den Bohnensäcken vorbeizukommen. Aber ich sehe keine. Vielleicht muss ich ja einfach warten, bis wir weiter in der Story sind. Könnte ja sein, dass das hier nochmal was zu bedeuten hat. Ja. Ich gehe davon aus, dass das korrekt ist. Man ist nie zu jung für... Eine Tasse Kaffee. Nie zu jung. Doch ein bisschen. You store it. Auch was, wo man nicht betreten dürfen. Gehen wir mal weiter. Richtig. Ja, okay, geht nicht weiter. Warte, da geht's irgendwie runter. Ah, selbst das ist blockiert. Okay. Need boxes, moving supplies, sold here. Wer will, wer mag, wer hat noch nicht? Du bist jetzt an seinem Unterschlupf. Finde einen Zugang, aber Vorsicht, er wird schwer bewaffnet sein. Den Wärmebildern nach ist der Verdächtige hinten im Haus. Ah, das ging um die Polizeiquest. Gerechtigkeit von oben! Hau rein, Neuer! Nehmen wir die hier. Das gibt garantiert eine Narbe. Jetzt aber schnell! Spricht nichts gegen solide Prügel. Viertklässler-Fasolen, geile Sache! Ah!
zu zocken. Respekt. Ich hab zurzeit einen Haus. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Schlechte Nachricht, heute gab's Spargel. Nehmt eure Medizin, Zwerge. Ja! Du bist voll am Ende. Dafür bist du mir echt was schuldig. Fühlt den Zorn von Humankind! Ein Wirklässler mit einem Drachen. Das war natürlich jetzt blöde, dass er den so geheilt hat. Dann gebe ich denen lieber mal ein Schild. Du kannst auf mich zählen! Ein verdammter Zugmann! So, und den würde ich eigentlich gerne da drin lassen. So schmeiße ich ihn gegen seinen Kumpel. Oder ich mache den da hinten. Ah, ne, es geht nicht. Der ist dabei nicht tot. Dann nehmen wir den hier. Omega Crash extra! Oh, hättest du dir mal bei deinem Kostüm so viel Mühe gegeben? Alter, sei froh, dass ich hier bin. So, der muss weg. Ich hab Sternchen gesehen. Mal sehen, wer zuletzt lacht. Also der da unten sollte ja eigentlich platt gehen. Mit seinem Kollegen. Alter, verausgab dich nicht! Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Oh, oh! Lass dich da von deinem Freund massieren. Für Viertklässler seid ihr... Ich find's blöd, dass die KI sich da gerade nicht selber rettet, sondern noch voll drin stehen bleibt. Wir kriegen es nämlich jetzt beide ab. Ripsarigis. Es liegt was in der Luft, der Humankind! Und ich dachte, Drachen wären schwul. Schön, dich vom Gegenteil überzeugen zu können. Wer sagt, du hast mich überzeugt? Das war episch. Hau sie weg, Neuer! Recht schaffen. Blitzfreak ist in den Startlöchern. Was? Sechsklässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Das wärmt dich vielleicht auf. Zum Wetter. Aus dem Westen nähert sich der Zorn des Kite. Gute Neuigkeiten. Ich bin dran. Kaboom! Babu. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Rechter der Viertklässler. Big Gay als Haus. Toll, wie du mir geholfen hast, das Schnellreisesystem einzurichten. Wunderbar. Schau mal in deine Spielzeugkiste, da ist ein neues Kostüm drin. Sag mal. Hey, Viertklässler, komm, spiel mit uns Großen. Das wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen. Du schaffst das. Das nenne ich eine Ansage. Bereit, Feinde, in Machtgeschwindigkeit fertig zu machen.
Schläge. Ich spüre regelrecht das Herzblut. Ich bin jetzt dran. Extra für dich. Feind am Boden. Bau keine Bruchlandung. Euch Platz zu machen fällt unter Anti-Aggressionstherapie. Fängst du jetzt an zu heulen, Zwerg? Ich guck mir schwachteln. Ich bin drin. Okay. Pew, pew. Kleiner Rückschlag. Macht euch bereit. Blöd, wenn man keine hat, die mehr über die Seite agieren können. Ich habe 3 meiner 10 Comics weggelegt, um das zu sehen. Beeilen wir uns. War das die Schallmauer oder ist dein Kiefer gebrochen? Ja! Ah, Nippelzwicker. Ich schicke die Faust so tief in den Arsch, dass ich dir die Zähne putzen kann. Meine Laser sind wieder komplett aufgeladen. Jetzt kann's losgehen. Und tschüss. Ich bin dran. Megafaust, Pacharoo. Siegreich. Sind wir fertig? Buja. Warst du das nicht sogar schon mit den ganzen 6 Gestern? Na, nicht ganz. Jetzt solltest du ihn sehen. Hey, wer bist du? Was machst du in meinem Haus? Angriff! Angriff! Besiege den Drogendealer. Was hast du in meinem Haus zu suchen? Stellung halten! Was soll denn das? Verschwinde aus meinem Haus, verdammt! Feuer erwidern! Verdammt, was willst du von mir? Sag nein zu Drogen, Kids. Ich verteidige nur meine Burg. Tritt zu, wenn er am Boden liegt. Schreckensklinge bekommen. Das war jetzt ein bisschen fies. Der Arme. Nur mit Brotmesser. Heilige Scheiße, du bist wirklich ein Superheld. Ein Degenerierter weniger, um den wir uns kümmern müssen. Greif uns doch mal wieder unter die Arme. Frage mich, ob er wirklich schuldig ist. Dein Klo gehen wir auch noch verschmutzen. Flusch. Noch 2 Stück, dann haben wir's. Bilder. Bild von seiner Tochter. Sonst gibt's nix. Vagur-Magazin, was auch immer das sein soll. Oh, ich muss unten das Fernseher ausmachen, das geht mir gerade voll auf den Sack. Bild von der Traumstammfahrt mit Token. Echt komisch in letzter Zeit. Kurzanleitung für Photoshop. Oder wie ein totales Arschloch wie all die anderen Jungs. Ja, letzteres.
Aha, ich spiele eine Karte. So wie all die anderen Jungs. Alles Arschlöcher. Kann ich helfen? Ein Pixie-Bild. Hast du meinen Dad gesehen? Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ist gar nicht seine Art zu verschwinden. Cooles Outfit. Hast du dich heute im Dunkeln angezogen? Kann ich helfen? Hast du meinen Dad gesehen? Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ist gar nicht seine Art zu verschwinden. Okay, warum nicht? Juhu! Danke, wir sehen uns online. Mitleids-Selfie mit dem Neuen, oh mein Gott. Mir ist langweilig, ich will shoppen. Wow, nur weil du verlierst? Gar nicht. Kevin Stoley sieht aus wie Orlando Bloom, wenn man sich in die Augen piekst und durch die Tränen blinzelt. Nee. Ich wollte mir die Haare färben, aber dann müsste ich meinen Namen ändern in Haselnussblond. Vielleicht färbst du nur die Spitzen. Mir ist langweilig, ich will shoppen. Wow, nur weil du... Okay, du kriegst einen Mitleids-Follow, was soll's. Oh, vielen Dank. Wuhu! Danke. Es gefällt und glitzert. Penispumpe Donnerstock. Oh. Ich dachte mir schon, wir sind bei zwei ganz speziellen Typen. Sorry, Wunderarsch, ich muss dieses Buch verschlingen. Oh, Jesus. Ach, du großes Arschloch, wo sind die Muschis nur hin? Sorry, Wunderarsch, ich muss dieses Buch verschlingen. Hey, Zuckerstückchen, machen wir ein Selfie? Auf jeden Fall. Woohoo! Mr. Slave. Oh mein Gott. Oh mein Gott, vielen Dank. Sein einziges jugendfreies Bild. Diese verflixten Sechstklässler, wie ich sie hasse. Ich hoffe, sie haben sich nicht meine Kätzchen geschnappt. Ich hoffe, Mr. Slave hat meine Miezekätzchen nicht verloren. Er kann so furchtbar schlampig sein. Sie sind flink, aber ein kleiner Held wie du findet schon einen Weg, sie zu fangen. Meine Miezis tragen alle rosa Halstücher. Sag mir bitte, wenn du eine siehst. Was würde ich bloß ohne meine kleinen süßen Miezis machen? Du solltest nicht ruhen, bevor du all meine Kätzchen gefunden hast. Du solltest nicht ruhen, bevor du all meine Kätzchen gefunden hast. Kannst du meine Kätzchen suchen? Ohne sie habe ich einfach überhaupt keine Lust auf gar nichts. Also, Kätzchen suchen, dann gibt's ein Selfie. Power Arsch Magazin, Weinpumpe. Halber Liter Eiscreme Lizard AD mit B-Vitaminen. Ach, da ist ein Bild. Guck mal. Außerschulisch. Okay. Mr. Slave und Biggie A. BGA. Hm. Trupp 69 Pfadfinder Anführerzeichen. White Swallow Lager. Wow. Wow, einfach nur wow. Extra große Rektalthermometer. Ein Klo fehlt noch. Würdest du mich nur wie... Wie diese Katzen streicheln. Oh, ist er eifersüchtig. Arschwähler-Vibrator. Hier kommt der Bulldozer.
Willst du mit mir spielen? Willst du mit mir spielen? Jetzt nicht. Vielleicht, wenn du mehr Follower hast. Oh. Selbst die Kinder sagen, ich brauche mehr Follower, bevor sie mit mir Selfies machen. Ich bin traurig. Wieso komme ich da nicht hoch? So ein Mist. Sehr schön. Luke geöffnet. Juhu. Oh, ich darf auch nicht rutschen. South Park könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Diese vermissten Katzen machen mich fertig. Oh mein Gott, kriege ich einen Pickel? Die Erwachsenen in dieser Stadt müssen sich mal entspannen. Was geht ab? Hast du Probleme mit der Anpassung? Bist du ein kleinwüchsiger Erwachsener mit Kostüm? Du wirst mich nie überzeugen, dass Superhelden cool sind. Versuch's erst gar nicht. Bin ich schon alt genug für die NASA? Der Mars kann auch nicht schräger sein als diese Stadt. Sicher nicht leicht, sich an eine neue Schule zu gewöhnen. Aber das hier? Superhelden sind anscheinend immer noch in. Du bist eher ein ruhiger Typ, was? Du solltest einer Lerngruppe beitreten. Meine ist schon voll. Wir müssen noch bis zur 5. Klasse warten, um eine Delegiertenversammlung nachstellen zu dürfen. Mir ist langweilig. Tu doch einer was. Hast du Miss Whiskers gesehen? Das Kätzchen meiner Freundin? Gott, sieh dir den an. Kannst du nicht spielen, was keine bekloppten Verkleidungen braucht? Bin ich schon alt genug für die NASA? Der Mars kann auch nicht schräger sein als diese Stadt. Also, Park Restrooms, Boys, Crisis und Girls. Wir sind doch Freunde, oder? Zu spät, keine Widerrede. Hey, du! Wir sind doch Freunde, oder? Zu spät, keine Widerrede. Willst du ein Selfie mit mir? Okay. Wuhu! Hundekacke. Was ein Name. Wow, sehe ich echt so aus? Hängen wir dem neuen Kumpel ab. Crisis. Did you wash them? Ach Gott, alles was sifft und ekelhaft und uah. Da will doch kein Schwein sich putzen. Und natürlich bei den Frauen hängt sowas drin. Ja, irgendwie klar, achso, muss man drunter schießen. Wer ist dein Sam? Girls rule, boys drool. Sternlicht flüstern. Ja, man kommt hier irgendwie näher auf die Toiletten. Was soll denn das? Man kann sich gar nicht den Klo-Zilla raushängen lassen. Hier kann man ja auch nicht auf das Töpfchen, oder? Nö. Alles, was nicht in unsere Richtung blickt, ist kein Klo zum Schänden. Warum kann man das kaputt machen? Ah, deswegen. Eichhörnchen Nussversteck, Lebensmittel 20. So, damit hätten wir da hinten die Gegend erledigt, aber da gibt es noch irgendwie was. Den Snappy Snacks, den haben wir gerade irgendwie nicht gefunden, da muss ich nochmal zurück. Was ist der? Ah, das ist die Maschine da. Musketierriegel, A-Batterie, Big Wayne, Superball, Buttermilchiger Schleim, Buttersmilchiger Schleim, Chips, Ho-Kekse, Edgars Kleber, Einwegkamera, Football, Hand, Desinfektionsmittel, meine Fresse, das Ding alles verkauft und Teenpop-Magazine ebenso. Gut, das wär's gewesen dann hier. Von da kommen wir so nicht runter. Ich muss nochmal komplett rüberrennen und hier runter. Bei dem einen müssen wir des Nachts was erledigen, was wir noch nicht können. Da unten können wir auch noch nicht hin. Ich muss noch... Gut, dass die Häusernamen drunter stehen. In irgendein Haus ein Abseilen. Und die Polizeistation könnten wir auch nochmal vorbeigehen. Wo waren wir noch nicht auf dem Klo? Weil irgendwie sind wir jetzt ja alles abgegangen. Ein Klo fehlt aber noch.
Gut, ich gucke mich mal ein bisschen um, guck nochmal, wo wir was zum Abgeben haben, wo wir nochmal was nachfragen sollen. Und dann sehen wir uns gleich wieder im nächsten Part. Dankeschön fürs Zuschauen, bis dahin, sayonara.